Hossa Internet, der Wahnsinn geht wieder los, denn auf Steam hat der große Herbst-Sale begonnen. Das heißt, da gibt es jetzt die nächsten Tage jede Menge Spiele, Schnäppchen, täglich wechselnde Angebote. Zum Beispiel heute ist die GTA, die Civilization und die Elder Scrolls-Reihe stark im Preis reduziert. Außerdem ist zum ersten Mal auf Steam die Abstimmungsphase für die neuen Steam Awards losgegangen. Das heißt, da können die Spieler in unterschiedlichen Kategorien ihr Lieblingsspiel auszeichnen, und zwar in Kategorien wie Boah, Alter, oder in der Kategorie Beste Verwendung eines Bauernhoftiers in einem Videospiel. Diese Abstimmung läuft ebenfalls bis zum 29. November, dann endet auch der Herbst-Sale und man kann als Abstimmender da bis zu 4 Steam-Abzeichen verdienen. Good work! Keep it up! Oh, please! Auch bei EA gibt es neue Angebote, nämlich bei Battlefield 1 gibt es die neuen Battle Packs. Revision 6 wurde jetzt veröffentlicht, das heißt, man kann da neue Waffenskins verdienen. Man kann diese Battle Packs übrigens ab sofort auch für echtes Geld kaufen. Bisher war man darauf angewiesen, dass die nach Ende einer Runde einem zufällig zugeschustert werden. Jetzt kann man sie aber auch direkt kaufen. Ein Battle Pack kostet 1,99 €. Wenn man gleich 20 nimmt, dann spart man ein bisschen was. Das kostet dann nur 29,99 €. Außerdem gibt es auf Origin auch einen eigenen Sale, den sogenannten Cyber Sale. Und da ist auch Battlefield reduziert. Die Standardversion kostet jetzt also nicht mehr 50, sondern nur noch 40 € und FIFA 17 gibt es für 36 statt 60 €. Aber natürlich auch andere EA-Spiele sind da stark im Preis reduziert. Die neue Auflage des Adventure-Klassikers Indiana Jones and the Fate of Atlantis bekommt eine Demo. Jetzt werden einige von euch sagen: Was? Neue Auflage von Fate of Atlantis? Habe ich ja gar nicht mitbekommen. Vielleicht nicht in diesem Tonfall, aber einige haben das nicht mitbekommen, weil das Ganze kein offizielles LucasArts- bzw. Disney-Projekt, sondern eine Neuauflage, die von einem Fan-Team entwickelt wird, ist. Und die haben sich zur Aufgabe gemacht, den Adventure-Klassiker general zu überholen. Das heißt, neue Grafik, Animationen und auch Synchronsprecher. Ob die einen guten Job leisten, das kann man jetzt ausprobieren. Denn auf der offiziellen Facebook-Seite gibt es einen Download-Link zur Demo. Und die soll 7 Räume enthalten, die man sich dann anschauen kann. Für die Entwickler ist wichtig, wie viele Downloads da zusammenkommen. Denn die Anzahl der Downloads soll so eine Art Gradmesser für das Interesse an diesem Remake sein. Also je mehr da zusammenkommen, umso mehr sind sie davon überzeugt, da auf dem richtigen Weg zu sein. Übrigens, selbst wenn da jetzt Millionen Downloads zusammenkommen sollten, das ändert nichts an der Tatsache, dass dieses Hobby-Team keinerlei Indiana-Jones-Lizenz besitzt. Das heißt, wenn Disney das ein Dorn im Auge sein sollte, dann ist dieses Projekt ganz schnell weg vom Fenster. Darf ich mal Ihren Flugschein sehen? Quatsch! Ihren Flugschein, bitte. Was soll? Kein Flugschein. Das war's schon fast mit der Sendung für heute. Das war's zumindest mit dem News-Teil. Jetzt kommt aber noch etwas Eigenwerbung. Denn wir haben ab sofort mit unseren One GameStar PCs und One GameStar Notebooks ein besonderes Angebot. Wer nämlich einen One GameStar PC oder ein One GameStar Notebook mit GeForce GTX 1070 oder 1080 Grafikkarte kauft, der bekommt kostenlos die Vollversion von Watch Dogs 2 dazu. Alle weiteren Informationen packe ich euch in dem Link in die Beschreibung. Das war's für heute. Wir sehen uns dann morgen zur nächsten Ausgabe. Bis dahin. Weiterspielen.